Peter, deine Mutter ist tot. Sie hatte am Nachmittag eine Hirnblutung und ist gestorben. Daran stirbt man nicht. Man moderiert die Fernsehlotterie und spricht komisch. Ne wirklich gute Runde hast du und es so noch nie gehabt. Sag schnell, du hast kein Selbstvertrauen, doch wer hat hier zwei Parts gemacht? Aus Angst tust du sogar noch Pingu und mich. Doch ist der Gegner immer gut, nur dann war's das für dich. Und Witze über Namen ist ne echt gewagte These. Ich meine, dein hast du dummer Spaß, sag ne Tapete. Und dass du dich noch für gut hältst, doch schon mehr als treulich. Ich scheiß auf Technik und hol den Sieg trotzdem noch eindeutig. Dass du länger rappst, bringt dir im Battle leider nichts. Hast vielleicht mehr Erfahrung, trotzdem die Routine von einem Psycho-Nick. Jetzt wird die Nutti jetzt zu null gefickt und du kriegst dich nach Dortmund, nur weil dich Fotze jetzt jemand mischt. Ey, wenn du nach Dortmund springst, ist sogar Maverick ein Gott. Und gegen Pingu meinst du eins, gegen die Freunde würden ziehen. Doch was bringt's, wenn du bei deinen nur beliebt bist als Meme? Bist du mal in einer fremden Runde, hat die gleich paar Klicks mehr. Doch nicht, weil du beliebt bist, du feierst dich einfach zu sehr. Und auch bei deinen Runden guckst du alle 5 Minuten in den Kommentaren. Schreibst Hunderte zurück und fühlst dich selber viel zu stark. Und was dann wirklich peinlich ist, dass du so hart auf Feedback geierst. Wenn du nur ein Video machst, oder dich wieder mal nicht steigerst. Merkst du eigentlich nicht, wie krass scheiße das doch ist? Wenn Highlights für dich sind, ich perform jetzt mal für dich. Seit 3 Jahren ist deine fucking Leistung am stagnieren. Das Einzige, was besser wird, sind die Videos von dir. Zudem benimmst du dich dann in einem Battle wie ein Spaß. Sag, wie willst du das gewinnen, du Tarzan ohne Stimmeinsatz. Ragger droppt die Banger und hat's anscheinend richtig drauf. Performt seine Runde und die Location lacht ihn aus. 3 Jahre nicht gesteigert, also was willst du tun? Ich beweise kurz, die Robbe rappt doch besser als du. Du bist so lange schon dabei, doch bleibst trotzdem unbeliebt. Als Mord ins Fresse beben, waren ja auch nur 30 Punkte Unterschied. Die Runde hier gilt schon als Mobbing. Wenn ich gewinne, hörst du auf mit Rap, dann such dir neues Hobby. Ragger, was ist los? Warum denkst du, du hast ne Chance? Hier geht's nicht ums Offbeat-Rappen. Schlag dir Rap mal aus dem Kopf. Hier geht's um viel mehr als Kaffee, Tee und Kuchen. Denn der Sieger hier kriegt dieser Marus Huren.